Ja, liebe Freunde im World Wide Web, herzlich willkommen bei Sascha, auf ein Bier mit Sascha und Lars. Ich bin schon ganz durcheinander. Herzlich willkommen, Freitagabend, 17.30 Uhr, Lars Rieger, Direktkandidat für die CDU im Wahlkreis 24. Und Sascha Kohlmann, Direktkandidat im Wahlkreis 26, Konz, Saarburg, Hermeskeil, Kell am See. Wir freuen uns, dass wir euch heute live von draußen begrüßen dürfen. Ich bin nämlich noch mal zum Sascha nach Schillingen gefahren, aber wir sitzen heute nicht in der warmen Holzhütte, sondern wir sind draußen, schönstes Wetter, wolkenfrei. Die Sonne hat eben noch geschienen, als ich hier hochgefahren bin. Und ich glaube, der Frühling kommt so langsam, ne Sascha? Der Frühling scheint langsam anzukommen, auch im Hochwald. Ich weiß nicht, wie bei euch an der Mosel das ist. Es ist schon noch kühl hier, das muss ich schon sagen. Dafür haben wir noch den Heizpilz. Schöne Grüße auch an die Greta Thunberg mit unserem Heizpilz. Aber jetzt im Ernst, ich meine, blauer Himmel. Die Sonne hat geschienen, die Batterie im Haus ist voll mit Solarstrom. Die Laune wird einfach besser. Ja, ja. Es ist schon schön. Ja, definitiv. Nee, vor allen Dingen, wenn man das vergleicht, vor einem Monat bin ich ja bei dir oben gewesen, als wir unseren digitalen Stammtisch hatten mit unserem Spitzenkandidaten Christian Baldauf. Da war hier hinten der Hang noch vollkommen tief verschneit. Von deiner Tochter bzw. von deinem Sohn hatten wir uns ja dann noch den Schlitten ausgeliehen nach dem Termin und sind ja dann noch runtergerodelt. Ja, und jetzt ist wieder alles grün. Aber wie du das schon eben angesprochen hast, man merkt es auch den Leuten an. Die sind jetzt froh, wenn es milder wird. Die Stimmung hebt sich wieder etwas. Sie sind froh, wenn sie wieder rausgehen können. Die Kälte weg ist. Vor allen Dingen dieses Nasskalte ein Ende findet. Also ich bin guter Dinge. Und das Wetter ist ja jetzt fürs Wochenende auch super angesagt. Absolut. Man hat mir gesagt, es wird an die 20 Grad. Ich weiß nicht, wie es im Hochwald wird, aber ich sag mal, über 10 wäre schon mal schön. Und also wenn man so 13, 14, 15 Grad, das wäre schon mal eine schöne Sache, um am Sonntag noch mal ein bisschen die frische Luft zu genießen. Und vor allen Dingen wirklich der Mensch oder auch ich brauche wirklich mal ein paar Sonnenstrahlen für ein bisschen Vitamin E wieder in den Körper zu bekommen. Zumindest natürliches. Nee, ich freue mich auch für meine Frau, die hat nämlich morgen Geburtstag. Habe ich gelesen. Ja, und wir haben uns jetzt so im 2-Stunden-Takt die Gäste eingeladen, damit wir Corona-konform unterwegs sind. Und wenn wir dann die Feierlichkeiten, die im kleinen Rahmen stattfinden, dann morgen überstanden haben, dann freuen wir uns auf den Sonntag, wo es dann hoffentlich bei uns an der Mosel temperaturmäßig dann auch noch ein bisschen mehr Grad hat. Und wenn wir dann rausgehen können, dann wird das eine feine Sache sein. Bestimmt. Vielleicht gerade an euch draußen, ihr uns zuschaut, noch die Bitte, macht mal gerade so einen Daumen hoch oder schreibt mal, ob der Ton in Ordnung ist. Wir probieren es heute mal mit so einer Funkstrecke im Mikrofon, das ist ganz neu. Haben wir uns neu besorgt und wollten mal fragen, ob das funktioniert, aber bisher, guten Abend ihr beiden, Bertram Kiefer. Also Bertram, du wärst der Erste, der sagen kann, Ton ist gut oder nicht so gut. Ich mache schon mal ein Bierchen auf. Gerne. Ja, ich bin immer wieder überrascht, welche technischen Finessen der Sascha immer wieder findet bzw. Installiert. Als ich heute hier ankam, da war das wirklich schon so richtig profimäßig. Da kommt er, heftet mir dann hier dieses kleine unscheinbare Mikrofon ans Revers. Also er ist da wirklich mittlerweile technikmäßig super ausgestattet. Und so soll es ja auch sein, denn wir wollen bei euch ankommen. Ihr müsst uns gut verstehen. Bringt ja nichts, wenn wir hier stehen, ihr hört nichts und so soll es sein. Überrascht, Sascha, hat mich heute die Nachricht, dass der Trierer Ordnungsdezernent zurückgetreten ist. Ach, weiß nicht, ob das schon gewesen? Nee. Was hat er gemacht? Er hat sich wohl Mitte Januar bei einem Besuch des Impfzentrums in Trier noch eine übrig gebliebene Dose Impfstoff verimpfen lassen. Gott sei Dank, nur Impfstoff. Ich habe jetzt wohl gedacht. Nee, es war, nee. Und hat das für sich jetzt zum Anlass genommen, zurückzutreten. Muss man ja den Hut vorziehen, wenn er diese Konsequenz so zieht. Man kann jetzt nur hoffen, dass wir insgesamt bei den Impfungen voranschreiten. Mal gucken, wie es weiterläuft. Bei uns in Schweich, weiß ich, sind jetzt alle beiden Altenheime geimpft, also die Bewohner und die Angestellten. Dann gucken wir mal, wie es weiterläuft. Oh ja, da kann man ja jetzt einladen, dann kann er uns ja nicht mehr anstecken. Das so, ist richtig. Dunkles Kellerbier oder ein helles Kellerbier? Ah, ich würde heute mal ein dunkles bevorzugen. Okay, weil ich nehme dann das helle. Gerne. Weil dann lasse ich nämlich die Werbung quasi
hier stehen. Ich stelle das mal hier vor, damit man das noch gut sieht. Das Kellerbier. Da ja Werbung beim Sascha immer ausdrücklich erlaubt ist. Ah, hier, guck mal, hier sind die Kommentare, kannst du mitlesen. Bertram Kiefer, Tod ist okay, vielen herzlichen Dank. Die Super. Astrid Peters sagt auch alles gut. Die Sonja Trapp wünscht uns einen guten Abend zurück. Also dann war das doch die richtige Investition von dir. Ja, auf jeden Fall, weil, komm, wir trinken sie erstmal. Ja. Und dann sage ich dir, warum ich dann auch Prost. Alles jetzt immer, warum Prost wir immer besser draußen. Werden. Hm. Oh, Michael Waschbisch, ja. Du hast es einfach drauf mit dem Bier machen. Kellerbier. Mitten im Keller am See gebraut, obergärisch, handgebraut. Jetzt Wahnsinn. Erzähl, warum hast du die Dinger angeschafft? Genau, weil wir immer besser werden wollen. Also wenn ich ja am 14.03. dann die Wahl gewonnen habe, ja. Also den Wahlkreis und du auch, dann habe ich auch vor, mein Wahlkreisbüro im Wahlkreis zu machen. Sehr vernünftig. Und immer nah bei den Leuten. Mhm. Und natürlich, Lars, dann werde ich jede Woche, sofern es möglich ist, aber alle 14 Tage auf jeden Fall so eine Live-Bürgersprechstunde machen, mhm. wo die Leute sich anmelden können. Die müssen mir die Frage nicht vorher schicken. Wird natürlich Sinn machen, wenn man das eine oder andere helfen kann. Aber dann kann jeder live gucken, wie ich antworte. Mhm. Ob ich Ahnung zu dem Thema habe oder ob ich jemanden kenne, der Ahnung hat oder ob ich einfach mal keine Ahnung habe. Und das muss auch erlaubt sein. Und auch konstruktive Kritik ist gern angekommen. Ansonsten Boxen tun wir uns nicht da, aber nee, das ist das, was ich machen will. Und dafür braucht es einfach eine vernünftige Technik. Und die haben wir jetzt die letzten 3 Monate schon oft genug getestet. Ja. Und wie oft haben wir Sascha und Lars auf ein Bier mit Sascha und Lars gemacht? War schon eine also Menge. Es sind jetzt schon mehrere Termine. Wir hatten ja im letzten Jahr, ich meine im November angefangen. Ja. Also jetzt sind wir schon Ende Februar oder laufen auf Ende Februar zu. Also es sind jetzt schon einige Termine gewesen. Wir haben ja wirklich nur ausgesetzt am ersten Feiertag am 25. und am 1. Januar, am Neujahrstag. Ja. Ansonsten haben wir ja wirklich toujours jede Woche Freitag unser Format durchgezogen. Und ich glaube, wenn man so sieht, wie die Resonanz ist, es läuft immer besser, die Reichweite wird immer größer. Und es hat mir beim letzten Mal gut gefallen, dass wir wirklich auch viel mit unserem Publikum interagiert haben. Da kamen ja wirklich viele Anregungen oder Fragen oder Hinweise. Und die Idee von dir finde ich pfiffig, dass man sagt, wenn man den Wahlkreis gewinnt und dann mobil sein möchte und überall eine Sprechstunde auch mobil abhalten will, dann ist das eine gute Idee. Und da kommt auch wieder dein Motto zugute. Du sagst ja immer, und das finde ich richtig und wichtig, du versprichst niemandem etwas, aber du versprichst dich zu kümmern. Genau. Denn man kann nicht alles wissen. Das kann ich versprechen. Ich weiß auch nicht alles. Man muss in gewissen Dingen ja auch nachhaken und nachfragen. Aber dafür haben wir ja dann noch unser Expertenteam im Hintergrund. Und deswegen sollte man dann einfach, wenn man im Moment nicht weiterhelfen kann, das aufgreifen. Man macht sich schlau und dann gibt man eine Rückmeldung. Genau. Der Markus S. aus Waldweiler grüßt schön. Wir grüßen nach Waldweiler zurück. Also ich mach's mal in die andere Richtung. Waldweiler, das ist nämlich quasi da. Okay. Viele Grüße. Aber auch der Bertram Kiefer ist ja aus Waldweiler. Das weiß ich, ehemaliger Arbeitskollege. Aha. Und Lars, die Woche warst du unterwegs? Ja, wie gesagt, ich war unterwegs. Ich hatte am Montag in Pfalze noch einige Plakate aufgehangen zu dem Thema, was wir ja auch im Wahlprogramm haben, Abschaffung der Straßenausbaubeiträge. Das ist ja in Pfalze ein ganz heißes Thema. Ja. Da ist ja die Elststraße ausgebaut worden. Da gab es über 500 Widersprüche gegen die Beitragsbescheide der Stadt. Dadurch, dass sich sehr, sehr viel und engagierter Protest in Pfalzel geregt hatte, hat die Stadt Trier das ja auch zum Anlass genommen, um dort dann wiederkehrende Beiträge einzuführen. Aber das ist ja nicht das, was wir wollen. Wir als CDU sagen ja, auch die wiederkehrenden Beiträge gehören neben den Einmalbeiträgen abgeschafft. Wir wollen das so machen wie abschaffen, in Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Hessen und in anderen Bundesländern. Ja, dann war ich am Dienstag mit dem Hans-Peter Schneider in Kordel. Bin dann gestern mit unserer Schweicher CDU-Allzweckwaffe Josef Rohr in ganz feiner Kerl. Ja, definitiv in Bekont, Leiven und in Köberich noch unterwegs gewesen. Morgen muss ich mal pausieren, weil, wie gesagt, meine Frau Geburtstag hat und da will ich dann doch auch mal zu Hause sein.
Und nächste Woche geht's weiter. Dann bin ich nämlich mit dem Matthias Thesen unterwegs, mit meinem Ersatzkandidaten. Wir werden in der VG Ruwer nochmal einiges ablaufen. Er hat sich da eine ganz gute Idee einfallen lassen. Die wollen wir noch unter die Leute bringen. Ja, und ansonsten werde ich jetzt, wie letzte Woche auch, um 18 Uhr wieder starten müssen, um 18.30 Uhr meine Sprechstunde noch im Stadtbüro abzuhalten. Und dann war es das für diese Woche erstmal. Das ist schön. Ich war die Woche... Das, ja, das ist ein gutes Programm. Morgen den Tag hast du dir verdient, beziehungsweise deine Frau. Genau. Dann hat sie dich mal geschenkt bekommen, nachdem du dann die letzten, vielleicht kennst du dich auch gar nicht mehr. Ja, sagst du, wer sind Sie denn? beeilen Sie sich, mein Mann kommt gleich nach Hause. Nee, aber Scherz beiseite. Ja, ich war zum Beispiel in Kreimerath dieser Tage. Ich war in Merzkirchen, alle rund umliegenden Ortsgemeinden. Kann man ja alles bei Facebook immer sehen. Heute war ich in Pellingen und in der Tat wirklich in jeder Ortsgemeinde ist das ein Thema. Mhm. Straßenausbaubeiträge. Und wir haben jetzt auf der Geschäftsstelle noch ein paar Plakate bekommen, habe ich mitbekommen, wo es draufsteht. Ich weiß nicht, ob man die jetzt noch groß aufhängen sollen, können, wie die Zeit ist. Aber Freunde, und das muss ich wirklich noch mal sagen, ich werde es bei Facebook noch mal jetzt vermehrt posten diese Woche. Es steht auch in meinem Prospekt, bei dir ja genauso, Straßenausbaubeiträge abschaffen, dafür werden wir uns einsetzen. Das ist wirklich was, das muss einfach sein. Es ist eine ganz einfache Geschichte, abschaffen, die Finanzierung, den Vorschlag haben wir schon einige Sendungen davor gemacht. Das Geld muss da sein und im Übrigen nochmal, was in anderen Bundesländern geht, muss auch in Rheinland-Pfalz funktionieren. Und es ist wirklich das Thema bei den Menschen draußen, das kann so existenzbedrohend sein, wenn die Straße ausgebaut wird. Das sind so hohe Kosten. Ich sage es immer wieder, ich habe vor rund 12, 13 Jahren also 23.000 Euro gezahlt. Und das ist ja heute, ich kann mir vorstellen, kann fast doppelt so teuer sein. Und das kann nicht jeder machen. Das funktioniert nicht. Nee, definitiv. Ich bin ja 2015 in das Ehrenamt des Stadtbürgermeisters gewählt worden. Und da stand bei uns direkt der Ausbau eines Teils unserer Ortsdurchfahrt, der Oberstiftstraße, an. Und da ging es auch natürlich um das Thema Ausbaubeiträge. Und Sascha, da muss ich dir wirklich sagen, da musst du schon schlucken, wenn du dann eine Rentnerin bei dir im Stadtbüro sitzen hast, die dir ihren Rentenbescheid vorlegt, aus dem vielleicht 400 oder 500 Euro hervorgehen. Und das ist der normale Rentenbescheid. Ja. Ja. Da müssen wir drüber reden, das muss man doch ehrlicherweise zugeben. Richtig. Ja, und die dann eben die entsprechend hohen Ausbaubeiträge schultern soll, das kann man so nicht stehen lassen. Und wir haben ja gesagt, und das wiederhole ich auch hier immer nochmal, als die Landesregierung 2012 die Grunderwerbsteuer erhöht hat, ist ja genug an Mehreinnahmen generiert worden. Wir sind jetzt bei über 500 Millionen Euro, die im Jahr eingenommen werden, die durch die Grunderwerbsteuer. Und da sage ich auch, die Grunderwerbsteuer müsste ja im Grunde genommen den Kommunen zugutekommen, denn ein Grundstück liegt nun mal in der Gemeinde und wenn es im Innenbereich liegt, muss dieses Grundstück auch irgendwie erschlossen werden und dann muss man das Geld, was man im Land über die Grunderwerbsteuer, über die um 1,5% seit 2012 erhöhte Grunderwerbsteuer eingenommen hat, dann auch für den Straßenausbau nutzen, das ist ganz klar. Absolut. Und nochmal ganz einfach, die gehören abgeschafft und darum kümmern wir uns. Ja. Der Michael Eiden nach Grimburg, schöne Grüße. Der Thorsten Schmidt, ich glaube dampflos, schöne Grüße auf jeden Fall. Also darum werden wir uns kümmern. Vielleicht noch, diese Woche war ja auch Karneval, Rosenmontag. Mhm. Der ist ja quasi sozusagen ein bisschen ins Wasser gefallen. Mhm. Wobei nicht vom Wetter, sondern wir wissen ja alle warum. Ja. Und dann rief mich oder hat mir eine Kollegin aus Kell am See, ich bin ja kein Künstler, aber eine Künstlerin aus Kell am See, hat mir dann ein Bild geschickt. Sie hat mein Plakat vor der Haustür, ihr Mann ist auch der Ortsverbandsvorsitzende in Kell. Und sie ist Künstlerin, die Bettina Reichert. Und dann hat sie mir ihr Plakat, weil sie hat gesagt, ohne Kunst ist es still oder wird still, gibt es ja diesen Banner auf Facebook, aber ist ja still. Und dann hat sie mir quasi so eine Kochmütze aufgezogen, auf meinem Plakat einen Kochlöffel so hier dahin gehangen und vorne noch so eine Karnevalsnase drauf und hat mir das Bild geschickt und ich fand das so putzig, ich sag, weißt du was, jetzt fährst du mal zur Bettina hin und lässt dir mit der Künstlerin dieses Bild machen und ich fand's cool,
das war schön. Grüße auch an die Bettina da jetzt mal. Ja, der hat sich Gedanken gemacht und du siehst, Künstler, denen wird es auch nicht langweilig. Und wenn da im Kopf was passiert, dann müssen die wieder tätig werden. Und so sind es die Künstler der bildenden Kunst. Da gibt es natürlich die Künstler der Sangeskunst, der Musik und was auch immer. Hier ein Zauberer hatte ich ja am Sonntag hier bei mir im Gartenhaus. Auch das war ein junger Künstler. Und an die sollte man auch mal jetzt wieder denken, so wie wir viel mit den Gastronomen machen. Schöne Sache. Also Grüße an die Künstler. Und der Robin Schmidt, hallo Sascha, ich freue mich schon auf nächste Woche, Donnerstag, da ist der Kandidatinnencheck. Oh ja, dann Kandidat, also Kandidatencheck, ja, dann machen wir das mal nächste Woche. Habe ich auch schon gehabt, letzte Woche Mittwoch mit allen Kandidaten, beziehungsweise, ja, es waren bei mir sind es ja nur Männer im Wahlkreis, der grüne Bewerber fehlte, lag aber daran, dass eine wichtige Entscheidung im VG-Rat Trier-Land anstand, nämlich die Entscheidung darüber, ob ein hauptamtlicher Wehrleiter diese Stelle im Stellenplan berücksichtigt wird oder nicht. Deswegen hatte er gefehlt. Die Diskussion war sehr lange. Es kamen natürlich auch gewisse Themen auf, wo ich eine explizit andere Meinung hatte zu den Mitbewerbern. Aber es wäre ja langweilig, wenn wir alle die gleiche Meinung vertreten würden. Aber es ging, meine ich, um 18.30 Uhr los und wir sind, ich glaube, erst gegen 21 Uhr fertig geworden. Also es war eine ganz interessante Diskussion. Ich glaube, das wird bei euch ähnlich werden. Ich freue mich darauf und also das habe ich ja auch immer, wenn ich rund gehe in den Ortsgemeinden. Da triffst du Leute auf der Straße und dann stellen die eine oder andere Frage. Also bei Straßenausbaubeiträgen gibt es kaum Dissens in der Meinung. Es gibt schon andere Themen, wo ich eine andere Meinung habe, keine Frage. Aber die Leute respektieren schon, dass überhaupt jemand eine Meinung hat und dass er die auch begründen kann. Also nicht nur eine Meinung, weil sie jetzt gerade hip ist oder modern ist oder dem Mainstream entspricht, sondern wirklich, dass jemand eine Meinung hat, da wirst du respektiert. Und man kann auch, wie du sagst, nicht in alle Bereichen immer einer Meinung sein. Im Übrigen, wenn man verschiedener Meinung ist und konstruktiv diskutiert, dann kommen in der Regel auch gute Lösungen raus, mit denen alle zufrieden sein können. Ja. Natürlich kann nicht immer jeder alles haben, aber so ein bisschen, wenn man sich annähert und die Sachen, ich sag's immer, in die richtige Richtung bringt, dann ist doch alles in Ordnung. Und solange wir uns mit Respekt begegnen, macht nicht jeder, den ich draußen treffe auf der Straße, mit Respekt begegnen. Also manche Leute, oh, CDU, weißt du, aber ist ja, aber okay. Man muss wirklich sagen, wenn man draußen unterwegs ist, die Leute gehen schon nochmal anders und fairer mit dir um, als man das teilweise bei Facebook mitbekommt. Da werden ja Kommentare losgelassen ohne Sinn und Verstand. Hauptsache, man kann seinen Frust mal loswerden. Also da reagiere ich dann auch nicht darauf, weil ich mir denke, das ist sinnlos, jemanden, der so extreme Meinungen teilweise von sich gibt, zu bekehren. Ich lasse mich immer gern auf eine Diskussion ein, wenn sie sachlich und fair geführt wird. Aber was da manchmal in den sozialen Medien abgeht, ist nicht mehr schön. Kennen wir ja. Deswegen, wie gesagt, hoffe ich, wenn der nächste Wahlkampf kommt, dass wir wieder ganz normal unterwegs sein können und auch mal wieder mit den Leuten an der Haustür ins Gespräch kommen dürfen. Weil das, was wir jetzt mit Corona erleben und was unsere Mitbewerber mit Corona erleben, das ist ja alles nichts Halbes und nichts Ganzes. Nee, ist nicht schön, aber wie gesagt, es wird ja hoffentlich bald wieder besser. Und wie gesagt, den einen oder anderen triffst du draußen auf der Straße und dann sind das vernünftige Gespräche, da ist die frische Luft, das geht. Heute in Pellingen ja genauso. Und du siehst bei dem Wetter wie heute, die Leute gehen auch wieder raus. Ja. Die haben ihre Fahrräder wieder fertig gemacht. Da war einer, der hat sich zwei neue Mäntel aus seinem Fahrrad, also so Reifen drauf und so lauter solche Dinge. Also wirklich gut. Der eine hat sich jetzt die Garage, wo im Winter hat er festgestellt, da hat da zwei Fichten weggemacht. Jetzt ist quasi die Wetterseite frei und hat er so ein Carport und da hat er da ein bisschen gearbeitet. Ja, es sind einfach mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Mir liegt das ja, bei dir weiß ich ja, dass es dir auch liegt. Und das ist das, was wo ich auch Politik nochmal, ich wiederhole mich da zum x-ten Mal, zuhören, verstehen, sich drum kümmern. Das sind die Dinge und das erreichst du nur, wenn du bei den Leuten bist. Und das ist für mich die einfachste und Aufgabe und es macht mir auch noch viel, viel, viel Spaß. Sascha, ich kann das nur bestätigen. Wir hatten gestern die erste digitale Stadtratssitzung. Es ging zwar sehr gesittet ab, aber es hat so das gewisse Feeling gefehlt. Ne? Du willst ja dann doch mal irgendwo mal kurz noch einen Kommentar zu irgendeinem Beitrag geben. Das geht natürlich so nicht, weil ich alle darum bitte, die Mikrofone lautlos zu stellen. Das kennst du ja auch von unseren diversen Formaten, damit es eben keine Rückkopplungen gibt. Also das Feeling ist schon ein anderes, ne? Wenn man dann da immer stumpf nur vorm Bildschirm sitzt und sich nicht auch mal mit seinem Nachbarn austauschen kann. Also da hoffe ich wirklich, dass wir bald wieder zu
den Präsenzsitzungen zurückkehren können. Das ist was ganz anderes, als wenn man dann nur digital unterwegs ist. Aber es ist zumindest mal eine gute Möglichkeit, um die Dinge in der Kommune voranzutreiben. Denn wenn wir das nicht hätten, würde ja alles liegen bleiben. Und das ist ja auch nicht im Sinne des Erfinders. Nee, absolut. Aber wie gesagt, die Sitzungen, ja, bin ich voll weiter. Wenn das in Präsenz ist, dann dauern sie zwar in der Regel länger, aber es ist was anderes, wenn man miteinander spricht. Ja. Aber wirklich, worum es mir auch wirklich geht, noch mal raus zu den Menschen zu kommen, dass die Vereine noch mal tagen dürfen oder auf den Fußballplatz sonntags. Solche, die kleinen. Ja. Im Übrigen, ich hoffe, die Leute haben auch jetzt in der Corona-Zeit dann gemerkt, was vor Ort alles schon fehlt, im Kleinen. Mhm. Und dass wir auch gar nicht weit weg müssen, dass uns vieles vor Ort schon fehlt. Und das dürfen wir dann auch wieder genießen. Also ich werde dieses Jahr auch nicht, zumindest nicht ins Ausland in Urlaub fahren. Eigentlich habe ich gar nicht vor irgendwas geplant. Man weiß nicht, ob sich kurzfristig was ergibt. Ja. Aber wir werden dann wohl, wenn es im Sommer wieder vernünftig ist, auch mal mit den Freunden und Bekannten, die man hat, nochmal in Kontakt treten und das eine oder andere Wochenende oder den Abend hier bei uns verbringen. Ich meine, ist alles da. Ja, und ich meine, wir leben in einem Land, wo wir im Norden das Meer haben, im Süden die Berge. Also wir sind doch wirklich gesegnet, wenn man das mit manchen anderen Ländern auf der Welt vergleicht. Wir haben doch die Möglichkeiten, relativ schnell im Sommer ans Wasser zu kommen oder wenn man den Wintersport mag, dann im Winter in den Süden zu fahren. Das liegt im Grunde genommen vor der Haustür und da plädiere ich dann auch nochmal dafür, man sollte jetzt ein bisschen patriotisch denken, sollte Urlaub im eigenen Land machen, damit man dann auch diejenigen unterstützt, die jetzt in dieser langen Phase arg gelitten haben. Dann mache ich mal ein bisschen Werbung in eigener Sache, nicht nur fürs Kellerbier, also Christoph Leinebach, unserem Kreisgeschäftsführer, der hat gerade erst zugeschaltet, kannst natürlich bei YouTube die Wiederholung wieder sehen oder bei Facebook, wie auch immer. Nee, Werbung in eigener Sache für Sonntag. Ja. Sonntag werde mal beginnen mit in Konz. Mit einem virtuellen Stadtrundgang. Also es wird der erste Konzer-Live-Stadtführung geben mit dem Rudolf Molter. Wir werden dieses Format mal austesten. Ungefähr eine Stunde wird es gehen. Wir werden in der Innenstadt beginnen über zwei, drei Positionen. Ich sag mal, also er hat gesagt, eine Stunde. Ja. Dann schauen wir mal die Resonanz. Der Rudolf Molter hat viel zu erzählen. Also ihr lauft wirklich durch die Stadt? Genau. Mit jemand mit der Kamera dabei, okay. Übers Mobilfunktelefon quasi live mit Facebook verbunden. Okay. Und der Rudolf Molter, Ehrenbürger und Historiker der Stadt Konz, wird die dann zuschauen, quasi was über Konz erzählen, über die Stationen. Und wenn das gut ankommt, dann werde man das künftig nochmal an verschiedene Stationen in Konz ausweiten. Denn als der mir so ungefähr ein bisschen erzählt hat, was es in Konz alles zu sehen gibt, dachte ich, Donnerwetter, wenn du so durch Konz fährst, kannst du dir gar nicht vorstellen. Aber ja, es ist so. Und da freue ich mich am Sonntag drauf und am Sonntagabend, weil du alle Welt gesprochen hast. Da kommt die Najmeh Yousefi, eine Iranerin, zu mir hier hinter das Haus. Aha. Und wir machen dann Fisch von Forellengut Rosengarten, ich schon mal Fisch her hatte. Und wir werden dann diesen Fisch auf iranische Art zubereiten mit Gewürzen, die ich so noch nicht gekannt habe. Ich bin mit der ganz schön rund gefahren. Okay. War schon interessant, was es da alles gibt. Und dann werden wir mal auf persische Art Fisch zubereiten. Da freue ich mich sehr, sehr darüber, weil das sind ja mal Dinge, ich meine, ich esse gern und weiß, was gut ist, auch hier aus der Region. Und jetzt machen wir mal was aus einer regionalen Heimat, aber nicht meiner, sondern die von der Nagy. Ja, das klingt interessant. Also ich denke gerade, wenn du jetzt sagst, ihr macht einen Konz, einen Stadtrundgang, Konz mit seinen vielen Ortsteilen hat ja viel zu bieten. Ich verbinde Konz immer nur mit dem Rohscheider Hof. Das ist so das, was mir bei Konz und Kultur als erstes einfällt. Dann gibt es da noch das Kloster, wo man ja auch ab und zu schon mal war. Aber ansonsten kenne ich mich in Konz nicht so aus. Wäre jetzt mal ein Grund, am Sonntag reinzugucken. Ich denke, dann wird man einiges Neues noch hinzulernen. Genau. Der Rudi Molter hat dieses Kloster auch, so wie ich das gelesen habe, hat mich ein bisschen über ihn informiert, auch so gerettet, kann man quasi sagen. Und da freue ich mich sehr. Wie gesagt, das Kochen wird mein erstes vegetarisches Gericht sein am Sonntagabend. Okay. Wir kochen also Fisch. Jörg Thielmann schaut uns zu, mein Metzger meines Vertrauens. Jörg, schöne Grüße. Wir machen diesmal kein Fleisch, sondern wir sind vegetarisch mit Fisch. Jetzt wird der eine oder andere sagen, das ist ja nicht vegetarisch, aber es ist zumindest mal kein Fleisch dabei. Für mich ist das ja schon absolut vegetarisch. Absolut. Und von daher, ja. Hätte da eigentlich heute kochen müssen, ne? Am Freitag, das ist doch der klassische Fischtag, aber gut, Sonntag ist auch, Sonntag ist genehmigt. Ja, natürlich, ich hab auch heute noch gar nicht viel gegessen, aber kein Fisch, sondern eine rote Bratwurst in Pellingen im Imbiss. Also wer durch Pellingen fährt,
dann ist quasi rechts ist so eine Krümels Dorfbäckerei, mhm, und quasi dahinter ist ja so ein Parkplatz, wo die alte Schreinerei war, mhm, und da quasi auf diesem Parkplatz versteckt hinterm Haus ist so ein Imbiss, das ist der Ehemann von der Krümel. Okay. Und der hat da so eine Imbissbude und da kann man sich Sachen bestellen, da haben wir die Tür aufgemacht und haben gesagt, machst du uns mal bitte zwei rote Bratwürstchen. In dem Fall sind wir die Rote schon lieb. Mhm. Und, ja, die Roten müssen weg, deswegen muss man sie auch. Ja, genau, aber ich habe eine und war wirklich gut und ja. Nee, ist doch schön. Ich habe gestern auch die Chance genutzt, als ich mit dem Josef aus Bekont, Leiwen bzw. Köverich zurückkam, habe ich mir auch zum Mitnehmen eine leckere Roulade bestellt beim Leinenhof im Schweich. Ah, da kann man gut essen. Schön große Portion Rotkraut und dazu noch Spätzle. Hat 1A geschmeckt und die Roulade wirklich sehr zart. Also im Grunde genommen wirklich so, wie man es von zu Hause kennt. War eine leckere Sache und kann man immer nur empfehlen. Und wir haben ja schon oft drüber gesprochen, dass es uns im Wahlkampf ja so ein bisschen jetzt fehlt, wenn man unterwegs ist, dass man irgendwo einkehrt. Absolut. Dann ist das wenigstens noch irgendwie eine Alternative. Ja, ich habe noch nicht zugenommen. Also wirklich unglaublich. auch nicht abgenommen, aber auch noch nicht zugenommen. Aha. Und das ist eigentlich unüblich, dass ich in dieser, also so nach Weihnachten noch nicht zugenommen habe. Aber gut. Ich muss ehrlich gestehen, ich greife öfters jetzt zur Schokolade. Ich brauche da doch mal ein bisschen Nervennahrung. Also abgenommen habe ich auch nicht. Ich hoffe, dass ich nicht zugenommen habe. Aber wie gesagt, ab und zu muss mal eine Tafel Schokolade griffbereit liegen. In Konz gibt es so einen türkischen Händler. Also ich würde sagen, es ist ein türkischer Händler. Ich weiß nicht genau, wo sie herkommt, aber ich würde es mal sagen, kann mich jemand korrigieren. Also gegenüber von dem Westwallmuseum. Ah, ja. Und da habe ich mir Datteln gekauft. Und ich hatte mir mal aus Dubai Datteln mitgebracht und die waren so teuer. Und da kriegst du so eine richtige schöne Schachtel iranische Datteln, also gefühlt fast ein Kilo drin. Und mit Kern natürlich noch. Aber die sind wirklich gut. Da habe ich schon die Woche fast die ganze Schachtel weggefuttert. Also meine Oma hat früher Datteln gegessen, die habe ich nie gemocht. Und mittlerweile mag ich die Datteln wirklich. Und Sascha, was ganz schweinzig ist, das sind dann Datteln noch umhüllt mit Milchschokolade oder Bitterschokolade. Da geht der Blutzucker richtig nach oben. Ja, die habe ich mir letztens auch gekauft mit einer Vollmilchschokolade rund. Die war mal im Aldi im Angebot. Aha. Und da habe ich meine Tochter gesagt, wenn du mal da vorbeikommst, bringst du mir mal so eine Schachtel von den Schokoladen. Die waren ja auch teuer. Und was ich mit meinem Freund Jens Annel schon mal gemacht habe, ist Datteln in einem Speck haben wir beim Metzger so ein Frühstücksspeck, so wie man Schinken. Das so von der Pflaume genau, sonst kennt. Genau, und dann haben wir die so in der Pfanne so gebraten, gegrillt. Ja. Oh, herrlich, dann hast du diese süße Dattel. Okay. Und also, der geht dann. Ja, ich habe noch nicht viel gegessen heute. Und dann hast du diese süße Dattel mit dem etwas salzigen Speck drumherum. Oh, herrlich. Ja. Mein Opa sagt immer, gib mir eine rote Bratwurst, das ist als eine weniger am liebsten, wenn SPD-Vertreter Dienst am Wurststand hatten. Ja, Thorsten Schmidt, ja, wie der Lars das gesagt hat. Datteln in Speckmantel, ich krieg jetzt schon Hunger. Ja, mir läuft jetzt auch ein bisschen das Wasser im Mund zusammen. Ich habe hier noch was zum Löschen. Genau. Aber ich muss wirklich nochmal dieses Bier loben. Also auch das dunkle 1A schmeckt wirklich gut. Das schmeckt mir sogar noch besser wie das helle. Also ich habe insgeheim gehofft, du sagst, du nimmst das helle. Aber gut, dann weiß ich beim nächsten Mal, was ich zu sagen habe. Ja, genau. Ja, ich war ja diese Woche, bei Michael Waschbüsch und habe mir so eine ganze Kiste gekauft. Also bei dem kannst du auch eine Kiste kaufen. Okay. Und tipptopp, weil immer diese Sixpacks und so, weißt du, dann habe ich gesagt, komm, holst mal eine ganze Kiste, dann kannst du die eben auch zurückbringen. Mhm. Und herrlich. Ja, ich guck mal gerade, gibt es von euch, von eurer Seite, weil der Lars gleich weg muss, noch Kommentare bzw. Fragen, das wäre ganz wichtig. Ansonsten freuen wir uns natürlich immer über einen Daumen hoch. Haben wir schon einen Daumen hoch? Ich guck mal hier, jawohl, 11 Stück. Ich habe sie jetzt letztes Mal gar nicht mitgezählt. Wie oft haben wir überhaupt noch auf ein Bier mit Sascha und Lars? Also nächste Woche? Ich würde sagen, noch 3 Wochen. Ne? Noch dreimal. Heute ist der 19., gell? Dann haben wir den 26. 27, 28. Ja, wird so passen. Den 5. und den 12. Ja, genau. 12. Dreimal noch. Also nicht dreimal schlafen, sondern dreimal Sascha und Lars. Also Feierabendbier. Und ja, die Zeit, die ist wirklich weggerannt. Was kostet denn die Kiste? Ich glaube so 25 Euro, Christoph Leinenbach. Kriegt er noch Pfandgeld zurück? Ah, ja, mit, ja, sicher. Also ich glaube so 25 Euro habe ich bezahlt. Ich hatte ja noch, als ich da war, auch noch eins schnell getrunken. Zumindest to go. Und
Vielleicht habe ich ja noch umsonst, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Macht weiter so, Thorsten Schmidt, wir machen weiter so. Die nächste Woche wird weitergehen. Wie gesagt, morgen weiß ich noch nicht, wo ich bin. Wenn du zu Hause bist, vielleicht komme ich mal vorbei in deine Ortschaft. Ja, ich muss irgendwas machen morgen im Laufe des Tages. Ich glaube in Dampflos. Thorsten Schmidt, okay. Stimmt das? Habe ich da irgendwas versäumt? Ich glaube schon, aber du kannst es nochmal schreiben. Also da, wo du wohnst, komme ich morgen hin. So, jetzt bin ich schon gespannt. Da kannst du am nächsten Freitag dann berichten, wo dich dein Weg morgen hingeführt hat. Genau. Ich weiß auf jeden Fall, dass mich mein Weg am 2. März um 9 Uhr zum Friseur führt. Ich habe nämlich, nachdem jetzt rauskam, dass ab 1. März die Friseure öffnen dürfen, mir direkt einen Termin geholt, weil ich das ganze Gestrüpp hier... Hier hinten ist es ganz schlimm. Ich habe ja von der Yvonne Wagner aus Serrich... die Anleitung bekomme, wie man sich selbst die Haare schneidet. Hat ja nicht funktioniert, aber sie hat gesagt, wie ich mir sie selbst stylen kann. Und das habe ich jetzt immer so ein bisschen beherzigt, dass ich die Zeit über... Und es hat doch noch niemand gesagt, ich würde es nicht schön aussehen. Also heute war eine Dame, die auf der Straße, da sagt, ich kenne sie doch. Da habe ich gesagt, ja, sicher von den Plakaten. Da sehe ich natürlich besser aus. Du warst ja dabei, die Fotos gemacht, wurde mir geschminkt. Da hat sie, nein, sie sehen in Wirklichkeit auch gut aus. Dann habe ich mich rumgedreht, bin nochmal, komm, guten Tag, mein Name ist Sascha Kohlmann. Ich wollte mich vorstellen, hat mir ein Messerchen rausgenommen. Hat sie zweimal gesagt, da war mein Tag gerettet. Ja, siehst du, mit so Kleinigkeiten geht das schon. Ja. Ja, dann Lars, ich will, nachdem keine Fragen von unseren Zuschauerinnen und Zuschauern kommen, 2 Minuten warten wir noch, weil die sind ja immer ein bisschen Rückstand. Thorsten Schmidt ist da genau dampflos, bin ich dann in Dampflos und Umgebung. Dann weiß ich schon, wo ich morgen bin. Morgen gibt es Funstopf. Ja, werde ich kommen. Schreib's mir mal auf meine Telefonnummer nochmal gerade bitte in eine WhatsApp. Die ist ja in jedem Prospekt drin, meine Telefonnummer. Wohin ich kommen muss morgen in Dampflos. Und dann werde ich zumindest dir persönlich mein Sascha Kohlmann-Kneipchen bringen. Ich habe noch ungefähr 800 Stück, 4000 hatte ich. Sind deine weg? Meine sind weg. Alle? Ich habe alle sind weg. Ich habe sie verteilt. Gab 1-2 böse Kommentare. Oh ja. Wie ich denn in Zeiten, in denen in Washington das Kapitol gestürmt wurde, Messer verschenken könnte. Liebe, da sage ich aber ganz klar, also Leute, jeder in unserer Region weiß, das ist ein Küchenutensil und als solches haben es 99,5% der Leute auch erkannt und dankbar entgegengenommen, haben sich gefreut, haben gesagt, das ist doch mal eine pfiffige Idee. Man kann alles in ein schlechtes Licht drücken und meckern und in den Kakao ziehen. Wie gesagt, der allergrößte Teil hat sich darüber gefreut, das war die Hauptsache und so sollte es sein. So ein Kapp, das musste mal kommen. Da muss ich sagen, in meinem Wahlkreis, toi, 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 die haben die Messer schon alle gerne genommen. Richtig. Selbst in Mandern hatte ich keine Probleme mit dem Verteilen von Messern. Die Manderer und alle, die den Hintergrund kennen, die werden jetzt schmunzeln. Weil das ist immer so der Witz, den ich so ein bisschen mache, ein bisschen lustig in dieser Art. Selbst in Mandern ist mein Messer gut angekommen. Also nochmal, Freunde, habt ein schönes Wochenende. Das wünsche ich euch auch. Bleibt weiterhin gesund. Lars, dir noch eine schöne Sprechstunde. Danke. Ja, und dann freue ich mich gemeinsam mit dem Sascha, wenn wir uns am nächsten Freitag, am 26., dann gemeinsam wiedersehen. Machen wir es nochmal hier. Kriegen wir das hin? Ja, kriegen wir hin. Das ist super, weil dann hat die Technik, die steht bei mir im Gartenhaus. Ich muss gucken, aber ich denke, das kriegen wir hin. Ja. Und wenn das Wetter schön ist, machen wir es nochmal draus, weil das Bild ist schon herrlich, Freunde. Ja, also wenn man das jetzt wirklich hier auf dem Bildschirm sieht, ich sehe jetzt nur so einen leichten rot gefärbten Himmel. Ja, ich gehe mal gucken. Ja, also es ist wirklich ein schönes Bild. Ja, es sind so, wie sagt man, Schäfchenwolken da und ein bisschen rot, sieht schon gut aus. Und aber Freunde, nicht zu viel rot, ne? Ich schwinge euch jetzt einmal hier in meinem Wahlkreis rund, dahin muss irgendwo Saarburg sein, dahin ist Konz. Bleibt gesund, schönen Abend, danke fürs Zuschauen. Alles Gute, Michael Eiden, schönes Wochenende zurück. Bis nächsten Freitag. Bis dann. Tschüss.